würde ich einfach mal sagen, herzlich willkommen zur ersten Folge vom Fragensack. So, mein Assistent, der hat wahnsinnige Arbeit geleistet. Hallo. Der Sack, der ist prall gefüllt und ich würde einfach mal sagen, fangen wir an mit der ersten Frage. Die Sister Key 11 fragt, was sind deine nächsten Ziele, die du in Zukunft verfolgst? Und wie entstand Currywurst als Schlusswort? Also das wird auf jeden Fall für immer mein Geheimnis bleiben und wer es rausfindet, man kann es nicht rausfinden, aber Currywurst ist einfach ein geiles Wort. Currywurst. Nächste Frage. Von Lifestyle with Ellie, die auf jeden Fall richtig viel gepostet hat und Dankeschön an dich nochmal. Willst du nur bei Kunst bleiben oder auch Vlogs oder andere Videos machen? Also Kunst ist nur eine Richtung, die ich sehr gerne mache, die aber anscheinend am besten ankommt. Aber ich mache halt auch gerne irgendwelche anderen Sachen, so wie Kurzfilm oder irgendeinen anderen Shit. Und ja, würde ich gerne auch andere Sachen auch noch machen. Die wohl wahrscheinlich beste Frage von Dogukan Akher. Warst du mal schwul? Eine ernste Frage. Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Dagi. Ich denke mal, aufgrund vorheriger Videos könnte man meinen, dass ich schwul bin, aber so wie ungefähr 99% aller Deutschen bin ich es nicht. Es tut mir leid. So, nächste Frage. Wieder von Lifestyle with Ellie. Wie lange brauchst du morgens im Bad? Wow. Fertig. Selina KH Music, was hörst du so für Musik und hörst du Musik beim Malen? Das wirklich Schlimme an der Sache ist, wo ich wirklich auch jedem hier auf den Geist gehe, ist, ich höre echt mega gerne Weihnachtsmusik zum Malen. Von Charlie Gant, spielst du Gitarre? Ich spiele zwar Gitarre, aber ich kann es nicht. Nächste Frage von Annika, ich hoffe, das ist nicht meine Schwester. Gibt es Momente in deinem Work-and-Travel-Jahr, wo du einfach nur nach Hause wolltest? Ich habe mich extra schon so ein bisschen gangstermäßig angezogen, damit die Leute auch Angst vor mir haben. Ja, und wieder eine Frage von Lifestyle with Melly. Was sind deine Hobbys? Und die nächste Frage kommt von Drachendiva. Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Der Inhalt dieses Kurzfilms entspricht nicht ganz der Wahrheit. Das Kaktua fragt, wie bist du zum Zeichnen mit Gegenständen gekommen? Ja, also alles angefangen hat eigentlich mit dem Video von Lionel Messi. Also ich wollte in meinem Zimmer Lionel Messi als Porträt haben. Und da habe ich mir einfach gedacht, ja, so langweilig malen, so ganz normal, das macht jeder und sehr wahrscheinlich 99% besser als ich. Deswegen versuche ich einfach mal irgendwas zu machen, was noch nicht so viele Leute gemacht haben. Und da kam mir die Idee mit dem Fußballschuh. So ist es dazu gekommen. Michael Kehler fragt, wie kommt es dazu, dass du Cenk kennst? Ich möchte die ganze Story hören. Also ich werde es jetzt einfach mal kurz fassen. Vor ungefähr 3 Jahren bin ich auf Cenk gekommen und zwar habe ich ihm ein Bild gemalt und darauf hat er halt gefragt, ob ich für ihn ein Kanaldesign erstellen kann. Und dann ging das immer so hin und her, bla 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 bla, da mal skypen und so. Und jetzt ist es ein echt guter Freund von mir geworden und nochmal schöne Grüße an dich, Xiongli. Das zu der Frage, bin ich schwul? Nein. Vor circa 3 Jahren gab es dann dieses eine lebenseinschneidende Ereignis, wo ich Cheng mit Pferdescheiße beschmeißen durfte. Es war wunderschön. Isabel Chizizi, fragt, fährst du auch Longboard? Nein, ich fahre kein Longboard. Ich würde wahrscheinlich nur auf die Fresse fliegen. Aber ich finde es interessant. Bushi fragt, warst du als Kind schon talentiert? Nein, als Kind war ich ehrlich gesagt einfach nur scheiße, also durch die Bank weg. Also ich habe nur Sachen kaputt gemacht, scheiße gelabert in der Schule und... Nee. Nein. Nein, nein, nein.
Das Kakao-Kaugummi, die auch immer fleißig dabei ist. Wer sind deine Lieblings-YouTuber? Deine Lieblings-YouTuber? Ich würde mal einfach mal sagen, alle Leute von der Longboard-Tour, also Simon, Cheng, Julian und Dena, gucke ich auf jeden Fall sehr viel. Dann in letzter Zeit ganz häufig Evif hat eben mit seinen Witzen schöne Grüße. Und natürlich den InScope 21, der richtig gut dabei ist. Und das Team von den Rocket Beans, also die ehemaligen Game One Leute, die haben auch einen YouTube-Channel, einfach mal auschecken. Und kommen wir, Fragen sag ich's leer, zur letzten Frage von Anikation. Warst du auf einer Kunstschule oder hast du dir das alles selber beigebracht? Also ich war auf einer Schule, in der man Abitur gemacht hat mit den Fächern Kunst und Englisch als Höhepunkt. Und da konnte ich einige Sachen lernen und das war so ein bisschen so der Anstupser für die ganze Geschichte jetzt. Und jetzt versuche ich halt mein eigenes Ding zu machen. Bam, Fragen, Sack ist empty und kaputt. Das war schon wieder mit der ersten Folge vom Fragen Sack. Wenn euch dieses Format gefallen hat, dann gebt einfach mal einen Daumen nach oben, damit ich vielleicht... Das war auch schon wieder scheiße. Gay? Wenn ihr in der nächsten Folge vom Fragen Sack dabei sein wollt, dann schreibt einfach einen Kommentar mit eurer Frage oder eure Frage an meinen Twitter-Account mit dem Hashtag Fragen Sack. Ich würde mich sehr darüber freuen und ich habe Bock, eure Fragen zu beantworten. Dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns am Freitag auf diesem Channel mit dem neuen Kunstvideo und bis dahin, Currywurst.